ein schnurriges Willkommen bei Kitty Plays The Dig. Es ist immer noch der gleiche Tag wie die letzte Aufnahme, denn ich kann noch nicht schlafen, ich bin noch etwas zu überdreht, also habe ich mir gedacht, ich nehme noch mal etwas The Dig weiter auf. Wir haben zuletzt hier diesem Loch Ness Monster das Gesicht weggesprengt, ein wenig sehr brutal, aber davon hat man noch nicht viel gesehen, das ist ja unter Wasser passiert. Und jetzt können wir uns mal dieses Wasser hier näher ansehen. So, gucken wir mal. Jetzt, wo das Wasser sicher ist, wollen wir doch mal sehen, was es in dieser Höhle gibt. Welche Höhle? Hier wieder diese schönen filmischen Sequenzen. Das ist typisch für das Spiel. Und ich werde es immer und immer wieder wiederholen. Und mir fällt jetzt zum ersten Mal auf, ich hab das Spiel jetzt dreimal durchgespielt, mir fällt jetzt zum ersten Mal hier auf, dass hier ein Hinweis ist. Darauf, was man tun muss. Das ist schön. So, ich mache Lauf aber erstmal weiter. Also hier ist nichts. Das ist tatsächlich ein Hinweis, einfach nur ein schönes Artwork, das die Höhle darstellt. Das schöne Plätschern. Das Wasser ist im Hintergrund. Fließt also irgendwo unterirdisch in dieser Höhle ein kleines Bächlein in diesen See. Sehr schön. Und hier haben wir zum einen eine weitere Platte. Ja, das ist eine von denen, die wir im Nexus einsetzen können. Und noch einen gravierten Stab, also noch eine Türkombination. Noch ein gravierter Stab. Der ist orange, wobei für mich das eher schon fast rötlich ist. Und dann können wir uns hier das Wasser angucken. Interessanterweise reagiert er da nicht drauf. Schöne Aussicht. Ja, doch, er sagt genau das gleiche, was ich auch gesagt hätte. Schöne Aussicht hier. Schön so das Meer von unten. Tatsächlich ist der Hinweis nicht für diese Stelle okay. Aber ich will trotzdem mal gucken, was passiert. Gehen wir mal zurück. Und zwar das hier, es kann natürlich auch sein, dass es kein Hinweis ist. Ich, wissend, ob der Lösung einiger Rätsel zu viel reininterpretiere, aber guckt euch das mal an und vergleicht das mal hier mit. Ja, das sieht doch genau aus wie dieses Gerät. Hier ist ein Signal, aber ich bekomme nichts rein. Es zeigt nirgendwo hin. Gucken wir mal in der Kammer. Soweit ich weiß, musste man das hier nicht machen. Das war für woanders. Hier ist ein Signal, aber ich bekomme nichts rein. Es zeigt nirgendwo hin. Und natürlich bin ich nicht schnell genug auf der Escape-Taste mit der anderen Pfote. So, wieder die Kralle auf Escape halten. Liegen lassen, eher gesagt. Und dann schwimmen wir mal zurück. Gucken wir wieder, wie er hier elegant ins Wasser springt. Und ab sofort überspringen wir diese Animation. Wobei das zurück doch relativ schnell geht, ne? Da war ja das Zwischenvideo nicht da. So, wir haben also eine neue Kombination. In die zweite Tür kommen wir immer noch nicht rein. Zurück in den Nexus. Was wir nicht können, ist mit der Lichtbrücke in den Nexus. Also dieser Weg nach unten, den wir von außen gesehen haben, der funktioniert tatsächlich nicht. So. Also hier ist noch kein Strom. Die Tür geht erst auf, wenn wir hier alle Platten eingesetzt haben. Ich verrate jetzt doch mal ein bisschen mehr, anstatt so zu tun, als wenn ich alles neu erfahre. Und werde tatsächlich primär bei Sachen, die ich nicht mehr weiß. So. Kommen wir weiter. Und ich gehe davon aus, dass jetzt die Tür ist. Da weiß ich tatsächlich nicht, welche das ist. Ich hoffe einfach mal, dass wir noch nicht die Tür mit Strom versorgen müssen. Das war mich auch in so ein Fiddle-Ding, weil da irgendeine Kleinigkeit nicht so wollte, wie ich das will immer.
So, dann schauen wir mal. Das können wir direkt so lassen. Dann machen wir erstmal ganz hinten das rote Viereck. So. Und dann haben wir das grüne komplizierte und den blauen Galertwürfel. So, da haben wir schon mal das grüne komplizierte. Hier müssen wir halt durchklicken. Es geht leider nicht, dass wir zurückdrehen. Das würde natürlich schneller gehen. Und das war die richtige Tür. Hier sieht man auch schon das Ende des Ganges hinter dieser Tür. Und wie zu erwarten, wieder eine Plattform für die Bahn. Die ist diesmal links. Oder auch links. Es ist tatsächlich, gibt es aber auch, ich glaube, die eine, die nicht geht, ist auf der rechten Seite. So, da wir jetzt zum ersten Mal hingehen, werde ich jetzt die Animation einmal durchspielen lassen. Auch weil ich nicht weiß, ob sie immer dieselbe Animation nehmen oder ob wir jetzt eine neue sehen. Wieder los. Ich kann das jetzt gar nicht beurteilen. Es sieht gleich aus. Das sieht anders aus, glaube ich. Und wir kommen eindeutig woanders an. So, und hier geht es nur nach draußen. Ist hier wieder ohne Musik. Okay, da war ich etwas flott. Hier ist starkes Wasser, was hier hochspritzt. Oben. Und gehen hier mal den Weg entlang. Untertitel für Geschädigte. Rumpel, Rumpel. Okay, er sagt also zu der entfernten Seite nichts. Da ist ein Felsbrocken, okay. Auf der anderen Seite der Schlucht steht ein riesiger Felsbrocken. Ja, ich glaube, das war so. Jetzt fällt es mir ein. Das war so ein Ding. Das hatte ich tatsächlich im Kopf bei Erben der Erde und das ist hier in diesem Spiel. Man geht auf die andere, man kommt irgendwie auf die andere Seite und dann schmeißt man den Felsbrocken um und hat ab da eine Brücke. Ja. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Vielleicht vorher mal speichern, obwohl das in diesen Spielen eigentlich egal ist. Vielleicht vorher mal speichern. So. Nur einfach zur Sicherheit. Und gucken mal, was er tut, wenn wir auf die entfernte Seite wollen. Und er springt einmal ganz nach unten. Springt elegant ins Wasser und schwimmt dann hierhin zurück. Schauen, wo wir jetzt rauskommen. Jetzt läuft er den Strand nach oben und kommt hier wieder an. Das sollte eine olympische Disziplin werden. Ich würde mindestens Bronze gewinnen. Ja, er hat wirklich einen sehr schönen Sprung gemacht. Also das war's nicht. Eventuell ist das hier eine Timing-Geschichte. Eventuell müssen wir das genau machen, wenn das Wasser kommt. Probieren wir das mal aus. Und jetzt wartet er. Jawohl. Da kam das Wasser einfach noch mal ein zweites Mal, weil wir es richtig gemacht haben. Das erste Mal, dass ich die Welle ganz alleine gemacht habe. Und dann stupsen. Der Felsen ist locker. Nein, wir können ihn nicht stupsen. Dann probieren wir es mal mit der Schaufel als Hebel. Und rum. Die Brücke, die ich eigentlich in Erben der Erde machen wollte. Naja. Gut. Das passiert, wenn man die Spiele miteinander vermischt. Und hier haben wir diese schöne Stelle.
Und dann würde ich sagen, wir reparieren als erstes einmal die Lichtbrücke. Zum Gerät. Ich kann sie nicht öffnen. Ich wollte eigentlich auch nichts öffnen, ich wollte hier. Das sollte noch eine Lichtbrücke einschalten. Okay, zu das dumm. Funktioniert. Wenn man nicht. Maschinen lange genug vernachlässigt, dann verstellen sich die Instrumente. Nun gut. Ich weiß aber, dass man hier die Linse drehen kann. Nur ein bisschen justieren. Und bei manchen von den Lichtbrücken muss man einfach nur so auf die Linse drehen, bis sie richtig eingestellt ist. Oder wissen, wie man sie einstellen muss. Und einmal justieren hat gereicht. Jetzt können wir also zwischen diesen beiden Inseln über die Lichtbrücke hin und her laufen. So, dann schauen wir mal. Hier ist eine Wand mit einem Loch. Und hier hinter kann man reingehen, das ist ein Plateau. Oh, das ist eine fiese Stelle mit der Ratte. Was auch immer das kleine Biest gerade gestohlen hat, so wie es bisher gelaufen ist, wette ich, dass ich es in ein oder zwei Minuten dringend brauchen werde. Übrigens wird er flüssiger reden, wenn ich den Onscreen-Text ausschalte. Dann warten sie nämlich nicht, um einem die Chance zu geben, dass man das liest. Aber ganz ehrlich, bevor irgendjemand die Leute akustisch nicht versteht, anstatt auf die automatisch generierten YouTube-Untertitel zu vertrauen, mache ich es lieber so. Noch lieber wäre mir eigentlich die Stimme auf Englisch und den Text, der angezeigt wird, auf Deutsch. Dann könnte das nämlich wirklich auch die Leute mit den Originalstimmen hören. Aber, naja, hier haben wir einen Metallstab, den wir mitnehmen können. Das ist wieder so ein nerviges Rätsel. Hier ist eine Stange, die können wir tatsächlich nur ein Stückchen rüberziehen. Die ist verdammt schwer, die nimmt er nicht mit. Die ist ihm zu schwer. Ja, merkt man auch schon, wie alles hat seinen Platz. Wie er sich hinkniet. So, dann nehmen wir hier diesen Brustkorb mit. Was wir nämlich machen müssen, ist eben diese Ratte. Das Fleisch ist komplett abgenagt. Aber das Tier kann noch nicht sehr lange tot sein, weil der Brustkorb noch gut zusammenhält. Wir müssen das Tier fangen. So, dann haben wir hier einen Deckel, den können wir noch mitnehmen. Eine dünne Metallplatte mit einem Knopf. Und hier haben wir eine Tafel. Da fehlt ein Teil. Genau. Was wir also machen müssen, ist eben dieses Teil einsetzen. Und das hat die Ratte. Dafür müssen wir die Ratte fangen. Jetzt brauchen wir hier also noch irgendetwas. Ich glaube, das war so, dass man den Metallstab hier reinsteckt. Dann die große Stange einhängt. Irgendwie ist es noch mit dem Brustkorb. Das bringt nichts. Okay, das war's nicht. Irgendwie hat man mit diesen drei Teilen eine Falle gebaut. Der Haken wird den Käfig so nicht halten können. Habe ich dann die Stange an den Haken gemacht? Das wird nichts bewirken. Nein. Schau mal, was passiert, wenn ich so mache. Das passt hier. Also man sieht schon, die muss ziemlich schwer sein, so wie die hält und dann auch sofort wieder hinlegt. Ich war mir sicher, dass der hier reinkommt. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Okay, jetzt bin ich ein wenig. Meine Nase kratzt. Das muss ich natürlich jetzt auch hier mit den Krallenspitzen machen. Das ist also etwas, nicht unbedingt gefährlich. Man gewöhnt sich da ziemlich schnell dran. Aber es ist ungewohnt. So. Also, das war... Ich war mir sicher, dass der Metallstab da reinkam und dann die Stange hier... Ach, nein. Der Bolzen. Ein kurzer Metallbolzen. Der Bolzen kommt in das Loch. Passt ja wunderbar. Da kommt dann, wenn ich mich nicht irre, die Stange dran. So, und dann haben wir den Brustkorb, den wir hier unten festmachen.
ich glaube, den hier habe ich verwendet, um das hochzuheben. Wenn ich nur einen Köder hätte. Aber ich muss einfach nur Schäferhund spielen. Ja, das Problem ist, wie kriegen wir die Falle jetzt zu? Es kann sein, dass das Kabel war. Das bringt nichts. War das schon so fertig? Gucken wir mal, ob wir die Ratte hier mit rausgelockt bekommen. Das wird nichts bewirken. Das mit dem Schäferhund spielen ist tatsächlich die Lösung. Wir müssen fest verschlossen und die Ratte da reinlocken und dann die Falle zuschnappen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ratte von alleine zuschnappt, die Falle von alleine zuschnappt, wenn die Ratte dahin geht, oder ob wir da noch ein Seil bräuchten. Das letzte Mal, als ich durch eine solche Öffnung kriechen konnte, war ich 4. Ja, wieder 4 zu sein, das wäre schön. Was sagt denn das Gerät? Ich glaube noch nichts. Ja, genau. Hier ist ein Signal, aber ich bekomme nichts rein. Es zeigt nirgendwo hin. Das kommt noch. Dafür müssen wir das Gegenstück finden, das, was dieses Gerät ortet. Dann schauen wir erst nochmal weiter. Vielleicht kommt die Ratte auch einfach, wenn wir nochmal reingehen. Aber gucken wir erstmal, was hier ist. In der Höhle. Zum einen finden wir hier einen blauen Stab. Und einen Spalt. Ja klar, als ob ich meine Hand in irgendeinen Felsspalt auf einem fremden Planeten stecken würde. Eigentlich solltest du... Ja, okay. Das ist mein Fehler. Solltest du reingucken. Da drinnen leuchtet irgendetwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Nun gut. Hier leuchtet was. Gucken wir mal, ob wir weitergehen können. Nein. In diesem Bildschirm haben wir nur den Stab bekommen. Und sehen in dem Spalt was. Schön. Gehen wir wieder raus. Gucken wir wieder aufs Plateau. Ist die Ratte vielleicht mittlerweile da? Ich weiß, dass hier war noch so ein blödes Ding. Da drinnen bewegt sich etwas. Da ist sie, genau. Und jetzt musste man in einer bestimmten Art und Weise laufen, dass die Ratte in die Falle geht. Und da verschwindet sie da hinten. Das letzte Mal, als ich durch eine solche Öffnung kriechen konnte, war ich 4. Ich dachte, das wäre die Ratte. Gut. So, schauen wir nochmal. Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Ja. Da drinnen bewegt sich etwas. Also, das Viech ist jetzt hier. Das Problem ist, an dieser Stelle können wir jetzt nicht... Das wenn ich so mache, nein, es rennt nur dahin wieder weg. Ich bin mir sicher, ich muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise hier langlaufen und das fällt mir nicht mehr ein. Was war denn da? Unidentifizierbarer Schrott von der kleinen Ratte. Okay, auch nur Müll. Jede Menge unnützer Schrott, den sich das kleine Biest zusammengestohlen hat. Das war das falsche Loch. Da drin. Da haben wir es doch. Wenn ich nur einen Köder hätte. Aber ich muss einfach nur Schäferhund spielen. Da drinnen bewegt sich etwas. Und wenn sie hierhin läuft, habe ich das Gefühl, habe ich schon verloren. Ich weiß, das ist das falsche Loch wahrscheinlich wieder. Jede Menge. Ja. Jede Menge. Ja, hier sind mehrere von den Löchern. 1, 2. Zwei tatsächlich nur. Jede Menge. Unidentifizierbarer Schrott von der kleinen Ratte. Wo könnte sie jetzt
Das glaube ich wieder nicht. Hier wird er wieder nur sagen, ich war 4, als ich da durchkippte. Genau. Da drinnen bewegt sich etwas. So. Und schon ist sie wieder da. Das ist jetzt tatsächlich was, wo ich keine Ahnung habe, wie das war. Ich weiß, bin mir sehr, sehr sicher, dass man hier keinen Köder findet, dass ich letztes Mal, wo ich das gespielt habe, ewig lang gebraucht habe, wo ich einen Köder gesucht habe und keinen gefunden habe. Jede Menge unnützer Schrott. Jede Menge. Da drinnen bewegt sich etwas. Da haben wir es doch. Und die Ratte geht gleich hier hin. Ich probiere nochmal, ob ich das Kabel irgendwie mit der Falle verbinden kann. Das bringt nichts. Nein, es ist auch schön, dass er dann immer dahin läuft erstmal. Okay, ich könnte natürlich jetzt erstmal diesen Leuchtstab benutzen, da wo man einsetzen muss, aber leider bringt uns das noch nichts. Da fehlen nämlich noch 2, bevor wir das Rätsel lösen können. Den brauchen wir nämlich, um dann später mit den anderen beiden zusammen den Strom für die letzte Bahn, die nicht kommt, einzuschalten. Ah, tatsächlich. Oder hat man hier den blauen Kristall als Köder? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ja, weil die klaut ja. Ich bin mir sicher, das bringt nichts. Am Ende alle. Das hier benutze ich später, um die Ratte wiederzufinden. Ich ziehe das Kabel einfach auf der anderen Seite an und ziehe den Bolzen raus. Das bringt nichts. Nein, 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 nicht die Höhle. Okay, da bin ich jetzt ein wenig überfragt. Gucken wir nochmal hier in die andere Höhle. Das ist also raus, da ist der Spalt. Ich bin mir sicher, dass mir zumindest noch sehen konnte, was hier rechts war. Das ist ja noch ein Bild, aber. Aber das habe ich dann auch falsch in Erinnerung. Gut. Bringe ich jetzt erstmal den Leuchtstab zurück. Das heißt zurück an seinen Ort. Der ist aber leider im Nexus. Von daher muss ich jetzt den hier machen. Da kann ich mich nicht einfach so hin und Bahn in die Bahn und überspringen. So. Und hoch. Jetzt habe ich das falsch ausgewählt. Ich will natürlich hier hoch und in den Tunnel rein. Das war schon ein großes Achievement, dass man diesen Doppelklick machen konnte, um Sachen zu überspringen. Jetzt habe ich es wieder zugemacht. War nicht unbedingt ganz neu in dem Spiel, aber das war schon eine ziemlich große Sache, dass das ging. Weil man vorher tatsächlich immer warten musste, bis die Leute dahin gelaufen sind. Das kann ich übrigens jetzt nicht überspringen. Gerade eben Doppelklick und Escape probiert. So, und zwar muss ich in jeden dieser 3 Löcher einen der Leuchtekristalle einsetzen. Okay. Ich setze den einen Leuchtekristall ein und kann dann das Rätsel machen. So, und das Rätsel ist folgendermaßen, ich wähle erst diesen Kristall aus, den ich bearbeiten will. Hier kann ich die Airquotes machen, bearbeiten will. Und jetzt fahre ich hier mit den Kristallen hoch und runter und dann ändert sich hier die Helligkeit des Kristalls da. Ja, so.
Und tatsächlich ist das Rätsel so, ich muss die drei Kristalle in die Position bringen, dass der Kristall am hellsten leuchtet. Und dann leuchtet er komplett. Der helle, der dunkle, also der geht nach oben. Jetzt dunkler, heller, 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 hier ist am hellsten. Dunkler, 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 heller, 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 ganz hell. So, das müsste jetzt eigentlich... Ich kann das mit den anderen machen, dann gehen die sogar aus. Jetzt muss ich den wieder anmachen. Jetzt kann es sein, dass ich tatsächlich eine der Bahnen... Da, das war die richtige Kombination. Das ist also, wenn man es für einen anderen Kristall macht, das muss ich jetzt auch machen. So ganz hell. Zack, so. Jetzt haben wir uns die letzte Bahn angeschaltet. Ja, das ist jetzt auch egal. Wo ist zurück? Okay, da ist zurück. Und da sehen wir die Bahnen ankommen, die wir schon angerufen hatten. Ist nur irgendwie komisch, dass man an der Stelle wie den Strom für den Rest steuert und sonst irgendwie nichts. Und der Stromgenerator woanders ist. Also ich hätte das ja eigentlich irgendwie zusammen gemacht. Wisst ihr was? Dadurch, dass ich immer hier da dran... Gut, ich muss jetzt eh nicht mehr rein. Ich mach mal hinter mir die Tür zu. Das empfinde ich als ein bisschen komisch, aber gut, okay. Es ist for the sake of storytelling, ne? um die Geschichte schön zu erzählen und um die Rätsel zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, drehe ich jetzt keinen Strick draus. Nein, die Bahn kannten wir schon. Das ist die Museumsbahn. Das hier ist, wie gesagt, die Tür, wo man erst reparieren muss. Das ist eine offene Tür. Das heißt, das ist die Stelle, wo die Bahn war. Genau, und hier war die Bahn auf der rechten Seite. Und dann gucken wir eben mal, wo uns die Bahn hinführt. Rufen wir sie nochmal. Eigentlich müsste sie schon da sein. Und da kommt sie angerollt. Rufknopf rechts, Bahn links. Ja, super. So, dann fahren wir mal zu der Insel, der wir eben Strom gegeben haben. Da können wir schließlich auch noch Sachen finden. Und das ohne die Ratte gefangen nehmen zu müssen bisher. Durch die Flipperkugeltunnel achterbahnmäßig hier über das Wasser drüber. Und dann kommen wir hier raus. Haben hier den Rufknopf und hier einen Durchgang zur Insel. Die werden übrigens alle Insel genannt. Ich fand immer, das sind eher so Türme. Naja, okay, natürlich. Weil man nicht weiß, wie natürlich die wirklich sind. Laufen wir mal den Weg hier hoch. Beim ersten Mal, wie immer, gucken wir uns das an, wie schön er da und gemütlich er da hochläuft. Aber ganz ehrlich, das ist eine sehr schöne Szenerie, da gemütlich zu laufen. Da mache ich ihm mal keinen Strick draus. Ganz gemütlich klettert er da empor. Und hier haben wir auch wieder ein sehr schönes Bild. Im Vordergrund einen toten Baum, einen Pfad, eine Steinplatte und einen Felsen mit einem Loch drinne. Und ich glaube, dieser Felsen mit einem Loch drinne, der sollte euch noch bekannt vorkommen. Mir kommt er auf jeden Fall bekannt vor, nur ich kenne die Lösung ja für dieses Rätsel auch schon. Da war doch in dem Museum so eine Animation zu sehen mit einem Felsen, einem Loch und irgendwelchen Mondphasen. Aber laufen wir doch erstmal weiter. Hier ist also wieder die Lichtbrücke. Machen wir sie erstmal an. Die erkennt man dann hier an so einem Ding mit der Linse. Und die
bei dieser Lichtbrücke ist wohl gerade die Garantie abgelaufen. Und ab hier nennt er sie auch, also hier an dieser Stelle nennt er sie auch Lichtbrücke. Interessanterweise heißt das Ding auch weiterhin noch ein seltsames Gerät. Nur ein bisschen justieren. Schauen wir mal, ob justieren reicht. Nein. Weiter. Okay, ich muss es vielleicht noch ein wenig justieren. Und da haben wir den anderen Ton. Hier mussten wir zweimal an der Linse drehen, um die richtige Stellung zu erreichen. Nun gut. Und geht das hier weiter? Es scheint hier auch weiter zu gehen. Jetzt können wir also zwischen den Inseln hier auch wechseln. Sehr schön. Höhleninneres. Hm. Ah, hier sind Flattertierchen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier oben... Ja, Fledermauskreaturen, die gucken wir uns doch mal an. Fledermäuse sind total niedliche Tiere. Gucken wir uns die mal an. Widerliche Fledermausbiester. Finde ich nicht. Ich hasse widerliche Fledermäuse. Tja, da stehst du alleine. So. Ich finde Fledermäuse total niedlich. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt hier die... Nicht die Aufnahme, die Folge. Ich nehme gleich noch eine zweite Folge auf. Also eine dritte für heute. Und wir haben hier wieder einiges geschafft. Wir haben die eine Insel erforscht, haben versucht, die Ratte zu fangen, haben den Strom für die Insel, auf der wir gerade sind, aktiviert. Das ist doch ganz schön. Ich würde sagen, wir können das auch mal speichern hier. So. Ja. Und... Ja, haben es geschafft, sind hier jetzt, haben die Lichtbrücke auch schon aktiviert, das heißt, wir können schnell zwischen Inseln hin und her springen. Und da würde ich sagen, als nächstes würfeln wir aus, wie lange es bis zur nächsten Folge ist und sehen uns dann wieder. Ciao, miau!